Aktuell TV mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Ahrweiler. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Uniformierte Fackelträger wiesen den Weg zur Ausstellung 600 Jahre Andernacher Karneval, die vor kurzem feierlich eröffnet wurde. Bürgermeister Klaus Peitz nutzte die Gelegenheit, sich bei allen, die zur Ausstellung beigetragen haben, zu bedanken. An vorderster Stelle dabei Markus Topp, der dafür die wohlverdiente Spange der Stadt Andernach erhielt. Also wir haben 3 Wochen haben wir gebraucht für den Aufbau, war eine Heidenarbeit gewesen. Also wir haben bis spät in der Nacht mit dem Team vom Museum hier gearbeitet. Wir haben aufgestellt sehr schöne Exponate, Uniformen, 700 Orden können Sie hier besichtigen, alte Urkunden von Andernach, Prinzenornate, Prinzenmützen, alles was dazu im Karnevalsbereich verliehen oder vergeben wird, ja. Auch das Andernacher Tolitätenpaar samt Hofstaat war zu diesen besonderen Feierlichkeiten angereist. Mit Alaaf und Ratschbumm wurden verdiente Karnevalisten mit Festausschuss und Prinzenorden ausgezeichnet, bevor man in kleinen Gruppen in das gegenüberliegende Stadtmuseum zur Besichtigung der Ausstellung überging. Die Sonderausstellung ist bis zum 8. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Am Sonntag, den 31. Januar um 15 Uhr und am Dienstag, den 23. Februar um 16.30 Uhr finden für Interessierte Führungen statt. Blick aktuell TV mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Ahrweiler. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.